Hey Leute, ich bin's David vom Schießstand und heute geht es wie versprochen darum, wie ihr für nur ca. 50 Euro ein richtig schnelles Gigabit-LAN-NAS-System selbst baut und einrichtet. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Raspberry Pi 4, ein SATA zu USB 3 Adapter und eine alte Festplatte. Ach ja, und was wir noch brauchen, damit dieses Video hier ordentlich durch die Decke geht, das ist euer Like unter diesem Video. Denn das pusht unser Video im YouTube-Algorithmus und sorgt dafür, dass mehr Leute dieses Video sehen können. Danke und Film ab! Ich habe ja jetzt letztens schon ein wenig über das Thema Backup gesprochen und ein paar Basics erklärt. Gerade diese 3-2-1-Regel sollte jeder echt verinnerlichen. Dabei kam natürlich auch das Thema NAS ins Spiel. Da so ein Netzwerk angeschlossener Speicher eine praktische Möglichkeit ist, eure Daten im Heimnetz zu speichern und auch zu sichern. Ein ordentliches NAS kann doch schnell mal eine ganze Ecke Geld kosten. Und die günstigeren NAS-Systeme auf dem Markt sind oft nicht die allerschnellsten und werden oft auch nur sporadisch mit Updates und Sicherheitspatches versorgt. Es geht aber auch günstiger und sogar besser bzw. schneller und noch dazu mit intuitiver Benutzeroberfläche und regelmäßigen Updates. Klingt ziemlich geil, oder? Aber die allergünstigste Möglichkeit für ein NAS ist der USB-Anschluss an eurem Router. Ich habe zum Beispiel eine Fritzbox 7590. Die verfügt über zwei USB 3.0 Anschlüsse. An diesen USB-Anschlüssen kann man einfach eine externe Festplatte anschließen. Und nachdem man den USB-Modus auf USB 3.0 gestellt hat und einen entsprechenden Benutzer eingerichtet hat, kann man auf die Daten der Festplatte von überall im Netzwerk zugreifen. So einfach kann das nämlich sein. Das ist super einfach, geht super schnell und ist, wenn man den Router, der das kann, schon hat und eine Festplatte hat, quasi kostenlos. Leider ist selbst diese Fritzbox 7590, was ja das Topmodell ist, kein besonders schnelles NAS. Von der angeschlossenen 2,5 Zoll Festplatte kann man mit gerade mal 50 MB pro Sekunde lesen und nur mit ca. 27 bis 30 MB pro Sekunde darauf schreiben. Das sind Werte, die sind nah an einem alten USB 2.0 USB-Stick. Und genau da kommt diese DIY-Lösung hier mit dem Raspberry Pi 4 ins Spiel. Und damit können wir die Lesegeschwindigkeit verdoppeln und die Schreibgeschwindigkeit verdreifachen. Und das ist genau die Geschwindigkeit, die dafür entscheidend ist, wie lange eben am Ende euer Backup dauert. Und das ist doch schon ziemlich entscheidend. In meinem Fall, ich habe zum Beispiel extra ein 10 Gigabit NAS, nur damit es schneller geht, diese vielen Dateien zu kopieren, die bei mir hier anfallen. Was wir dafür brauchen, ist das hier, ein Raspberry Pi 4 Modell B. Dabei reicht die einfachste Version mit 2 GB RAM aus. Kostenpunkt im Preisvergleich so ca. 40 Euro. Aber nicht irritieren lassen, ich habe hier das Modell mit 8 GB RAM. Aber nur weil ich das sowieso schon hatte, die 8 GB RAM sind für diese Zwecke als einfaches NAS vollkommen unnötig. Ein Modell 4B ist wichtig, da das Modell 3 zwar schon Gigabit LAN hatte, aber noch nicht USB 3.0 Anschlüsse. Und der USB-Anschluss kann so nicht die Geschwindigkeit liefern, die wir für die Festplatte brauchen. Das heißt, USB 3 ist hier essentiell wichtig. Grundsätzlich funktioniert das genauso gut auch an einem älteren Raspberry Pi, nur dann eben langsamer. Der Raspberry Pi braucht auch noch eine MicroSD-Karte, um darauf sein Betriebssystem zu speichern. Da habt ihr sicherlich noch irgendwo eine rumliegen, 8 GB sollten es mindestens sein. Und wir brauchen einen USB 3.0 zu SATA Adapter. Wie hier, der ist jetzt hier schon angeklebt, erkläre ich euch gleich, was das ist. Da gibt es verschiedene, die kosten zwischen 10 Euro und 20 Euro als einfache Modelle. Es gibt Modelle ohne Stromversorgung, wie den hier. Die eignen sich für 2,5 Zoll Festplatten oder SSDs. Die Modelle mit eigener Stromversorgung kosten auch nicht viel mehr und können dann mit 3,5 Zoll HDDs umgehen, also den größeren, wo auch mehr Platz drauf ist. Es gibt diese Teile auch als Festplattenstellplätze. Das sieht dann so aus. Upsi, ich hoffe, das war nicht zu laut. Und da kann man zum Beispiel zwei Festplatten reinstecken und die dann über USB an den Raspberry Pi anschließen, wenn das eher was für euch ist. Es gibt sowas auch als USB-Gehäuse mit integrierten RAID, beziehungsweise gehen wir darauf später nochmal ein. Die Möglichkeiten, die es da gibt, findet ihr unten verlinkt in der Videobeschreibung, wie alles andere, was ihr braucht, auch. Der Raspberry Pi benötigt auch noch Strom von einem USB-C-Netzteil. Der will im besten Fall 5 Volt 3 Ampere haben. Mein Netzteil, was ich am Schreibtisch habe, das funktioniert zum Beispiel einwandfrei. Und diese 5 Volt 3 Ampere sind genau dann wichtig, wenn man so einen Festplattenadapter ohne eigene Stromversorgung hat, weil der seinen kompletten Strom zum Betreiben der Festplatte über den USB-Anschluss zieht.
Wenn ihr jetzt so einen Adapter habt mit eigener externer Stromversorgung oder dieses Stellplatzding hier, dann sollte auch ein 5 Volt 2 Ampere Netzteil für unsere Zwecke ausreichen. Das offizielle Netzteil vom Raspberry Pi 4 Modell B kostet ca. 12 Euro, liefert dann 5 Volt 3 Ampere, also falls ihr keins zur Hand habt. Alles weitere ist optional. Ihr könnt euch zum Beispiel noch ein Gehäuse für den Raspberry Pi kaufen, wie das hier. Ihr könntet auch schauen, ob ihr ein Gehäuse mit Platz für die Festplatte findet oder ihr macht das Budget DIY-like, wie ich hier, mit einer Platte Hobbycolor, auf der alles seinen Platz hat. Und mit kleinen Schrauben, die habe ich von unten durch das Hobbycolor gesteckt, damit der Raspberry Pi nicht verrutschen kann. Der USB 3 SATA Adapter wurde hier mit 3M VHB Tape angeklebt. So kann ich die Festplatte zur Not noch entfernen und alles ist an Ort und Stelle, wenn ich das dann irgendwo hinstelle, wo es niemanden stört. Dann legen wir jetzt mal los. Zuerst müsst ihr die MicroSD-Karte am PC vorbereiten. Dafür braucht ihr die Software Edger und das Image des Raspberry Pi Standardbetriebssystems mit Benutzeroberfläche, also GUI. Das Image übertragt ihr mit Edger auf die MicroSD-Karte über den Kartenleser in eurem PC. Wenn das fertig ist, kommt die Karte in den Raspberry Pi und ihr steckt das Netzteil in den Pi. Einen Anschalter gibt es nicht an so einem Raspberry Pi. Das heißt Strom an, Pi an. Über Micro HDMI holt ihr das Bild auf einen Monitor oder TV, steckt Maus und Tastatur und Netzwerkkabel an und los geht's. Der erste Bootvorgang des Pi dauert eine ganze Weile und anschließend stellt euch das Teil ein paar Fragen zur Einrichtung. Jetzt geht's ab in die Konsole, das ist der Button hier oben, und mit den Befehlen hier bringen wir das System auf den aktuellen Stand und das kann wirklich eine ganze Weile dauern. Also schnappt euch einen Tee, macht euch gemütlich oder macht einfach in der Zwischenzeit irgendwas anderes. Wenn das dann fertig ist, dann startet ihr den Raspberry Pi neu und dann geht es ans Installieren der NAS-Software Open Media Vault. Dafür wieder in die Konsole und dieses Skript hier ausführen. Die Befehle, die ihr eingeben müsst, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und kleiner Tipp, am besten öffnet ihr das Video im Browser des Raspberry Pi, um alles hin und her kopieren zu können. Natürlich den Pi vorher schon mit dem Internet verbinden, sollte irgendwie klar sein. Wir haben ja gesagt, Netzwerkkabel reinstecken, dann sollte der ja auch mit dem Internet verbunden sein. Die Installation von Open Media Vault dauert dann auch eine ganze Weile, aber das passiert ohne weiteres Zutun eurerseits. Ist Open Media Vault dann installiert, nochmal neu starten und anschließend brauchen wir die Netzwerk-IP-Adresse eures Raspberry Pi. Das geht entweder über die Konsole mit diesem Befehl hier oder über euren Internetrouter, indem ihr unter Netzwerk nachschaut, welche IP-Adresse der Raspberry Pi bekommen hat. Wenn ihr die IP dann wisst, dann braucht ihr den Bildschirm nicht mehr, die Maus und die Tastatur am Pi auch nicht mehr. Das heißt, das Ding kann dann headless, das so nennt man das, wenn da kein Monitor, Maus und Tastatur mehr dran ist, betrieben werden. Diese IP-Adresse gebt ihr jetzt an eurem normalen PC mit http://// davor in die Adresszeile eures Browsers ein. Und dann solltet ihr die Anmeldeoberfläche von Open Media Vault sehen. Hier könnt ihr euch mit Admin als Benutzer und Open Media Vault alles klein, alles zusammen als Kennwort anmelden. Und das erste, was wir dann machen, ist es, dieses Kennwort zu ändern, um das Ganze etwas zu schützen. Jetzt sind es auch nur noch ein paar Schritte hin bis zum eigenen kleinen NAS. Und zwar müssen wir die Festplatte vorbereiten, damit Open Media Vault funktioniert. Da muss die Festplatte mit einem Linux-Dateisystem formatiert werden, damit das am besten funktioniert. Da bietet sich ext4 an, das heißt kein NTFS oder exFAT, was von Windows gelesen werden könnte. Das würde auch eine deutlich schlechtere Geschwindigkeit liefern und wir wollen natürlich das Maximum rausholen. Über den Button Laufwerke im Menübaum könnt ihr euch anzeigen lassen, ob das angeschlossene Laufwerk, also die Festplatte, ordentlich erkannt wurde. Und unter Dateisystem können wir uns um alles weitere kümmern. Dort löschen wir zuerst das alte Dateisystem, falls noch was vorhanden ist auf der HDD. Aber Achtung, das löscht alle Daten, die noch auf der Festplatte vorhanden waren. Dann erstellt ihr ein neues Dateisystem. Ihr wählt das Gerät aus, gibt eine Bezeichnung ein und wählt das Dateisystem. Dann kommt nochmal eine Warnung, ob alles gelöscht werden soll und es geht los. Und das Dateisystem erstellen kann eine ganze Weile dauern, weil es hier keinen Haken für Schnellformatierung gibt, wie unter Windows zum Beispiel. Übrigens ist es auch möglich, eine Festplatte mit exFAT
oder NTFS, also den Windows-Dateisystem, am Raspberry Pi zu verwenden. Dafür muss aber Software nachinstalliert werden und das Ganze funktioniert leider nicht so unkompliziert im Open Media Vault. Noch dazu haben EXFAT und NTFS unter Linux als Netzwerkspeicher deutlich schlechtere Performance als das EXT4-Dateisystem. Die Festplatte formatieren über OMV dauert eine ganze Weile und ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Ein RAID könnt ihr in Open Media Vault am Raspberry Pi leider nicht direkt erstellen, da Open Media Vault kein RAID mit USB-Platten zulässt. Eigentlich schade. Wollt ihr aber RAID mit dieser Lösung haben, dann geht das auch. Es gibt USB-Gehäuse, die schon intern RAID 1 bieten. Schließt ihr so ein USB-Gehäuse mit internem RAID 1 an den Raspberry Pi an, dann habt ihr ein günstiges NAS mit RAID und ordentlicher Performance. Solche Gehäuse kosten 60 bis 100 Euro. Plus Raspberry Pi ist das aber insgesamt schon fast so viel wie ein gutes 2-Bay NAS von einem namhaften Hersteller. Macht also leider nicht mehr so viel Sinn. Der Sinn des Raspberry Pi als NAS ist es, so günstig wie möglich mit Dingen, die ihr vielleicht schon habt, wie eine alte Festplatte, ein kleines und richtig fixes NAS zu bauen. Wenn die Festplatte dann endlich formatiert ist, müsst ihr das Dateisystem einbinden und die Änderungen speichern. Dann geht's ab unter freigegebenen Ordnern. Dort wird eine Freigabe auf dieser Festplatte erstellt. Also Name eingeben, Gerät auswählen, Pfad auswählen oder eben den Ordner selbst erstellen lassen, wenn das jetzt nicht in einem besonderen Pfad soll. Und die Zugriffsrechte festlegen, das ist wichtig. Wenn das NAS nur im Heimnetz erreichbar sein soll und auf das Heimnetz nur die Familie oder Bekannte, denen ihr vertraut, Zugriff haben, dann könnt ihr das Ganze auch der Einfachheit halber als jeder lesen, schreiben konfigurieren. Ansonsten eben eine der anderen Optionen wählen. Nutzer, die ihr anlegt, um gezielt auf Freigaben zugreifen zu können, brauchen die Usergruppen Users, SambaShare, SSH und Sudo. Dann könnt ihr den Zugriff auf eine bestimmte Freigabe nur einem bestimmten Nutzer erlauben und so weiter, um das Ganze mit einem Passwort abzusichern. Und zu guter Letzt müsst ihr noch unter Dienste SMB aktivieren. Gegebenenfalls noch die Arbeitsgruppe eingeben, falls ihr die geändert habt. Und zu guter Letzt die SMB-Freigabe auf dem freigegebenen Ordner aktivieren bzw. erstellen. Voilà, das war's. Jetzt könnt ihr entweder mit /Raspberry Pi oder /, gefolgt von der IP-Adresse in eurem Windows Explorer, auf die Festplatte zugreifen. Aber Achtung, wenn ihr den Raspberry Pi für WLAN konfiguriert habt, dann müsst ihr die richtige IP-Adresse für die Kabelnetzwerkverbindung verwenden, um die volle Geschwindigkeit zu erreichen. Über WLAN habt ihr schon im allerbesten Fall nur so ca. 10% der Geschwindigkeit, die ihr über das Gigabit-Netzwerkkabel des Raspberry Pi habt. Und da klotzt diese Lösung ordentlich ran, denn man kann die Gigabit-Verbindung des Raspberry Pi fast komplett ausreizen. 100 MB pro Sekunde lesend und schreibend mit so einer 2,5 Zoll Festplatte, das schaffen selbst günstige Kauf-NAS-Lösungen teilweise nicht. Und so richtig kompliziert war das jetzt nicht, oder? Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, dann unterstützt ihr damit kostenlos unseren Kanal und sorgt damit dafür, dass wir weiterhin solche Videos machen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns riesig über euren Like unter diesem Video freuen, denn das macht einen riesen Unterschied für uns und sorgt im YouTube-Algorithmus unter anderem dafür, dass auch mehr Menschen dieses Video zu sehen bekommen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre jetzt vielleicht auch ein richtig guter Zeitpunkt, unseren Kanal zu abonnieren. Und das höchste der Gefühle für uns wäre ein Druck auf die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer neuen Videos mehr. Wenn ihr uns anders finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über PayPal machen, indem ihr uns eine Clubmate spendiert. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung in unserer Linksammlung. Hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt. Und ansonsten sage ich mal, ciao bis zum nächsten Mal.